So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Siedler. Neue Mission ist am Start, ja? Wir sind am Start. Und dann wollen wir mal. Ramadamses ist Geschichte. Er weiß es nur noch nicht. Er hängt sich an Su Tang, weil er glaubt, dieser würde ihm aus Dankbarkeit helfen. Dieser Narr. Falls Su Tang mich besiegt, wird der Ramadamses hinwegwischen wie eine lästige Fliege. Wir haben eine Mission, und zwar die Mission RA2 erobern. Ich bin mal echt sehr gespannt, wie das hier wird, ja. Ja, sie haben alle Gebäude verloren, das ist halt... Die Mission ist sehr schwer. Ich habe sie schon mal probiert, beziehungsweise schon zweimal probiert. Und man muss sagen, ich habe zweimal verkackt. Jetzt, meine Freunde, habe ich eine andere Taktik. Mal gucken, ob es klappt. Wenn ja, dann ist es ziemlich nice. Wenn nicht, dann okay. Ist okay. Ja, aber zuerst wollen wir mal direkt hier loslegen. Zack, zack, zack. So, 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 so. Euch schicke ich mal direkt hier hin. Haben wir hier. Was haben wir denn hier? Da. Ich muss natürlich erstmal hier schön die ganzen Leute dahin frachten. Haben wir hier noch? Ja, natürlich haben wir hier oben noch welche. Damit unsere Idee auch klappt, müssen alle dahin. Ansonsten haben wir nämlich zu wenige. So, wir müssten 44 haben. 44? Also, nee, alles gut. So, dann wollen wir mal uns ranmachen und zwar direkt an diese Sachen. Hier. Holz, da oben auf jeden Fall Holz. Da oben machen wir nämlich Holzproduktionen. Es klappt tatsächlich, wenn man da oben alt irgendwie hindrückt, dann legen die auch direkt los. Das ist richtig nice. Ich hoffe nur. Oh, das war nicht so geil. Das war besser. Oh, ich hoffe nur, dass die. Ach, geht mal dahin. Geh mal dahin. Hier ist noch einer. Nee. Lassen wir das mal erstmal. Boah, ich bin mal echt gespannt jetzt hier. Träger, Planierer, Bauarbeiter. Brot, Kohle, Hälfte Eisen, Fleisch, Eisen, Hälfte Kohle und Fisch beides.
Na gut, Stück mehr Kohle als Eisen, wenn gut ist. So. Hier haben wir Kohle, beziehungsweise auch Gold. Ich hoffe nur, dass das jetzt so nicht so schlecht war. Da oben kommt Gold hin. Plus eine Goldschmelze. Da oben kann ich ja auch dann tatsächlich Eisenmine hinklatschen. Werkzeug hinklatschen. Forsthaus. So. Wir müssen es halt ein bisschen laufen für den Scheiß. So. Ich kann mir vorstellen, dass da auch noch einer ist, deswegen klatsche ich mal dahin. Du mal dahin. Oder warte mal. Du mal hier hin. Oh, da oben ist ja so noch einer. Haben wir denn jetzt hier alle? Also ich bräuchte auf jeden Fall so schnell wie möglich. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Da, warte mal. Hier hin. Kohle. Das glaube ich jetzt nicht so krass optimal, aber mal gucken. Oh, da kommt da ist aber auch Eisen, ne? So, das haben wir. Da wird. Okay. Hier wird zu Pionieren gemacht. Die Hälfte. Perfekt! Sogar die Hälfte gemacht. Die Hälfte bleibt mal hier oben und nimmt mal hier alles ein. Ah, und die andere Hälfte kommt nach unten. Ich hab jetzt alle. Jetzt habe ich alle. Nee, immer noch nicht. Wo ist denn hier die? Jetzt habe ich alle. Ihr kommt mal nach da unten hin. Keine Träger? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Okay. Dann bauen wir mal noch einen. Die Minen sind auch direkt schon mal da. Zwei Leute können mal direkt hier erobern. Baue ich hier nicht direkt mal Fischerhütten hin. So, ihr nehmt mal ein. Gut. Wein, wie gesagt, haben wir da. Mittlere würde ich gerne da hinbauen.
weit, so gut. So. Doch, da fehlt tatsächlich sogar noch einer. Wo ist denn hier der eine? Das ist Kohle. Jetzt nicht überragend Kohle, aber Kohle. Habe ich das gut gemacht? Ich hoffe. Yippie. Nicht exzellent, aber in Ordnung. So, das reicht auch erstmal für die Minen hier. Ach, da oben, siehst du? Wusste ich doch. So, er breitet sich auf jeden Fall schon mal aus hier. Das ist nicht so geil. Ja, irgendwie brauche ich den Platz hier. Komisch, dass wir Holzprobleme haben, obwohl wir hier Holzbäuse haben, aber ja. Das wird ja gleich zum Glück behoben, hoffe ich mal. Wollen wir? Hey, ich würde gerne eine Kaserne schon haben, bevor hier... Oder? Ach komm, desto früher, desto besser, glaube ich. Gehen wir mal ran. Warte. Speicher nochmal. Wenn da vielleicht irgendwas schief laufen sollte. Dann geht's los. So, das hier ist nicht die letzte Mission. Ja. Danach kommt noch eine. Und dann ist das letztendlich. Ist ja aber auch schon eine Geburt hier. Mein Gott. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen... eine Halsabschneider-Taktik, die wir hier fahren. Aber was soll's. Denn der Boy hat hier tatsächlich hinten eine Verbindung, die wir bitte sofort unterbrechen möchten. Die muss nämlich jetzt eigentlich dann auch mal bald kommen. Die sollte auch bald kommen. Wo ist denn die? Ist das die hier? Schwieße nicht. Doch, müsste glaube ich die sein sogar. Nee, ist es immer noch nicht. Lecko. Ah, doch, da! Da ist die. Und die werden wir jetzt komplett mal hier dann da unten mal einnehmen. Damit nämlich hier keine Verbindung auftaucht. Hier geht man dahin. Für die Leute, die hier gleich dann antanzen werden. So. Ja, das ist eigentlich eine arschige Aktion, was wir hier gerade machen. Aber immerhin funktioniert sie. So. Kämpfen die überhaupt zurück? Ich glaube nicht, ne? Nö. Oh Gott. So. Wie gesagt, eine arschige Aktion, die aber funktioniert.
Ja, damit verschaffen wir uns nämlich richtig gut Zeit. Und das ist hier Gold wert, Freunde. Gold wert. So, wir haben 7 Leute verloren. Das macht aber nichts. Das ist mega nice. Ja, wir haben nur 6 Leute verloren. So, die Verbindung ist unterbrochen. Das ist halt das Gute. Wir könnten theoretisch auch das hier eigentlich einnehmen. Das machen wir auch direkt. Die anderen bleiben mal da für, ne? Weiß schon, was ich meine. Wenn dann wieder Leute kommen. Das ist echt nice. Somit schwächen wir den Gegner auch ziemlich gut. Und das ist natürlich das, was wir brauchen. Geschwächte Gegner sind das A und O. Die wehren sich auch nicht, das ist das Gute. Also ich glaube, der Computer hat nicht gereilt, dass wir zu diesem Zeitpunkt hier gerade einen Kampf machen, ja. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Deswegen ist das auch das ziemlich Gute daran. Ja. Die Brauerei. Wenn wir das hier alles einnehmen, dann wäre das schon GG. Aber das ist halt eine harte Arbeit hier noch, dass das wäre. Ja. Ist halt sehr Stück Arbeit. So, das haben wir eingenommen. Das können wir kaputt machen. Und dann war es das. Für das Erste. Unser taktischer Zug hier. Dann würde ich gerne noch hier die wieder zurückschicken. Also das war jetzt auf jeden Fall schon mal taktisch das, was wir machen müssen, um hier vielleicht sicher den Sieg noch zu erringen. Ja. Mal gucken, ob wir hier überhaupt jetzt weiterkommen. Also hier ist einfach Vollbesetzung. Ist natürlich nicht so geil. Hier unten müssen wir einfach hin, glaube ich, ne? Ja, das ist schon klar, dass hier angegriffen werden wird. Ihr seid ja auch böse. Oh nein, nicht angreifen, ne? Nicht stehen bleiben hier. So. Was wird denn hier gebaut? Sägewerk, Forsthaus. So, ihr kommt mal dahin. Sehr schön. Das, Freunde, sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, hier unten machen wir dann mal so langsam aber sicher mal unser Getreidefarm hin. Boah. Und dann würde ich direkt mal hier das hier bauen.
Und direkt das hier bauen. Und eventuell vielleicht ja noch eine zweite hier hinbauen. Für da oben. Und für da oben. So. Ja, Angriffe erfolgt. Krieger, das weiß ich auch. Okay. Das sieht doch ganz gut aus, Freunde. Das sieht doch. Es sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus als die anderen Versuche. Die ersten Versuche, die ich hier hatte. Das war einfach pure Katastrophe, Freunde. Das könnt ihr mal glauben. Ja. So. Ich würde ja gerne dann auch. Warte mal. Wir haben nur zwei Steinbrüche. So. Ich würde gerne dann noch einen hier hinknallen. Und noch einen hier hinknallen. Und dann noch einen hier hinknallen. Na, geht nicht, ne? Aber doch hier. So. Dann haben wir nämlich noch drei in Arbeit. Ja, das ist doch ganz gut. Ich glaube, ich sollte dann doch lieber zwei bauen. So. Wenn hier die Steinbrüche wechseln, dann könnte ich auch hier, glaube ich, noch einen guten bauen, einen Wein anbauen, einen guten Wein. Aber das natürlich erstmal, ne? So. Ups, sorry, war das Falsche? Können die mal aufhören da? Dankeschön. Also wie gesagt, das wird uns jetzt hier einiges an Polster bieten, so dass wir hier erstmal schön in Ruhe uns aufbauen dürfen. Ja. Und dann hier die restliche Karte erstmal erobern. Weil, ja, da ist Baustopp angesagt und hier haben wir jetzt erstmal Zeit, uns erstmal hier richtig zu sortieren und nicht direkt drauf zu gehen. Das ist halt das, was ich ja gut fand an dieser Taktik. Was auch ziemlich nützlich ist. So, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, unsere ich würde genau hier, weil wegen kleiner Pfütze, aber auch hier noch einen hinbauen, würde ich gerne die Bäckerei hier hin. Wir sind eigentlich hier nicht die Dingens hier, aber egal. Dahin. Alright. Ach, das wird schon alles. Schweinefarm können wir mal hier in die Ecke klatschen, plus Schlachterei auch. Es ist alles sau weit weg von den Minen, ne? Das ist halt jetzt nicht so sonderlich gut eigentlich, aber egal. Ja. Ja, versuchen wir unser Bestes hier. Außerdem, warte mal. Habe ich jetzt alle? Zwei Stück. Thank you.
Alles klar, okay. Hey, warte mal. Ach so, das sind... Hey, ich hatte doch noch mehr. Ach, da unten. So. Hier hin. Da will einer schon mal das Wein weghaben. Ah, Stein kommt nicht so in Pötter. Das ist natürlich nicht so geil. Theoretisch könnte ich mir jetzt auch mal ein paar hier hinstellen. Falls da welche kommen, wir die direkt abfangen können. So, so, so. Haben wir denn überall jetzt Baustellen, ne? Wir brauchen mehrere Leute. Ich finde es sehr, sehr komisch, dass wir hier wenig Holz haben. Obwohl wir halt voll viel Holz hier haben. Also, ne? Bäume und so. Finde ich sehr, sehr komisch. Steinbruch. Ah, sieh mal einen an. Du da, du da, du da. Suchen. Mein Gott. Ich schwöre, ich hau dich gleich. Aha, da. Guck mal, Getreidefarmen sind fertig. Weil das wird mir jetzt sagen, dass das nicht geht. Wahrscheinlich sogar. Nein, das war nicht das, was ich wollte. So. Sind die eigentlich hier schon? Oh, die sind schon ziemlich weit da oben. Eieiei. Ist gut. 60, 70, 57. Okay. Ja, hier unten kommt nochmal Produktion. Ja, wir haben Holzprobleme. Was ziemlich komisch ist. Ah, guck mal, jetzt kommen hier die Fische. Die Fische, Freunde, jetzt kommen sie. Eisen, Gold. Wie viele Gold haben wir denn? Ein. Okay, ein. Können wir eigentlich theoretisch noch ein? Zack. Und Eisen hin. Klatschen. Zack. Noch eine Kohle. Zack. Ja,
Dass wir, jetzt haben sie alles hier. Oh. Ja, sag mal. Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Boah. So. Ich würde mal sagen, das war es erstmal für die Folge. In der nächsten Folge mal gucken, wie es da weitergeht. Ich sage tschüss, und wir sind euer Benvenuto, bis zur nächsten Folge von 7 an 3. Haut rein, haut raus. Und tschüss.